Eine Frau meldet einen Diebstahl. Am Einsatzort kommt es für Polizeikommissarin Katja Wolf und Polizeioberkommissar Jan Tönnissen zu einem Zwischenfall. Eine panisch wegrennende Schülerin scheint Hilfe zu brauchen. Was macht das Mädel da? Warum rennt die weg? Die schmeißt was weg. Die hat irgendwas weggeschmissen, ja. Hey, bleib mal stehen! Bleib mal stehen! Hey, bleib mal stehen, wir sind von der Polizei. Hallo? Alles gut, bleib mal alles stehen. Okay? Was ist passiert? Was ist passiert? Du hast ja eine klatschnasse Jacke an. Alles gut, ne? Alles gut? Warum läufst du weg, wenn du uns siehst? Also in einem Fall, wo es sich um eine Minderjährige handelt, beziehungsweise augenscheinlich um ein jüngeres Mädchen, muss man schon sehr sensibel an so eine Sache rangehen, weil die obliegen ja einer bestimmten Fürsorge. Und deswegen hat man da als Polizei besondere Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Ist wirklich alles gut. Ist alles in Ordnung. Aber wenn alles gut ist, dann laufen die Leute selten weg. Und schon gar nicht vor der Polizei. Eine Mutprobe. Mutprobe? Was für eine Mutprobe? Meine Freunde. Wir gehen mal hier von der Straße runter, kommen wir mit zum Streifenwagen. Wo sind denn die Freunde jetzt? Wir haben das vorher abgemacht. Haben Sie angerufen? Also, ja, ich bin die Frau Bess, ich habe Sie angerufen. Ja. Hallo. Dieses Mädchen hat von meiner Wäscheleine meine Jacke genommen. Also da möchte ich jetzt Anzeige wegen Diebstahls erstatten. Okay. Das geht ja gar nicht. Das ist gar nicht deine Jacke? Das ist Ihre Jacke. Das ist meine Jacke, die ich auf der Wäscheleine. Deswegen ist die auch noch nass. Ne? Die Beamten vermuten, dass die junge Frau etwas unter der Jacke verbirgt und sie aus der Not heraus gestohlen hat. Während Jan Tönnissen die Melderin beschwichtigt, geht Katja Wolf ihrem Verdacht nach. So, was ist jetzt hier passiert? Was ist jetzt so lustig an der ganzen Geschichte und was soll das für eine Mutprobe gewesen sein? Ach, das ist doch einfach alles mit meinen Freunden abgesprochen gewesen. Wir haben... Ich sollte da einmal rüber in den Garten. Was haben Sie denn unter der Jacke drunter? Das ist ja nicht Ihre Jacke. Sie laufen doch nicht nackt über die Straße, oder? Sonja. Nein. Wer sind Sie? Darf ich mal schauen? Ich bin die Mutter. Sind die Mutter von ihr? Ja, ich bin die Mutter von ihr. Was ist denn Mama? Was ist denn hier passiert? Lassen Sie bitte einmal. Wie ist Ihr Name bitte? Wie ist Ihr Name? Wie ist Ihr Name? Ich bin die Frau König. Ich bin die Mutter von ihr. Okay. Ja. Wir haben Ihre Tochter hier gerade aufgegriffen und wir versuchen jetzt auch erstmal herauszufinden, was passiert ist, ja? Ja, aber kann sie nicht irgendwie, sie ist ja klitschnass. Das Mädchen, auf das wir hier getroffen sind, das hat einen ziemlich verwirrten Eindruck gemacht. Also die Stimmung von ihr war sehr schwankend. Fakt war, dass sie irgendwie auf jeden Fall einer Kampfhandlung ausgesetzt war. Sie hatte Blutspuren unter den Fingernägeln, die Bluse war zerrissen. Und ja, sie hat aber immer wieder versucht, das auch irgendwie ins Lächerliche zu ziehen oder irgendwie, dass es nichts passiert sei. Für uns natürlich immer ein Hinweis darauf, dass hier definitiv was passiert ist und das Opfer entweder noch unter Schock steht oder aber versucht, was zu vertuschen. Ich habe sie noch nie so gesehen, also in dem Zustand. Kathi, als wir angekommen sind, hat die doch was weggeworfen, ne? Was ist das? Eine Trillerpfeife. Das ist eigentlich gar nichts. Ich habe die gerade gefunden und ich weiß auch nicht. Die Polizisten haken dennoch weiter nach. Sie befragen die Mutter zu möglichen Feinden ihrer Tochter und erfahren von einer jungen, aggressiven Nachbarin. Hat hier Frau Koslowski damit zu tun? Vanessa, ja. Wer ist das? Die ist eine Nachbarin von uns und die haben schon öfter Streit gehabt. Also sie provoziert die Leute, sie schlägt auch teilweise. Wo wohnt die? Die wohnt hier vorne in dem Haus. Also von daher. Da hatten wir, glaube ich, schon mal einen Einsatz. Und von daher. Es macht Sinn, dass man da vielleicht mal klingeln. Ja. Die Nachbarin besteht auf eine Anzeige, obwohl es kein gewöhnlicher Diebstahl zu sein scheint. Das junge Mädchen schweigt weiterhin zur zerrissenen Bluse und den Verletzungen. Ich habe hier schon jetzt wirklich Sturm geklingelt, tut sich gar nichts. Ne? Also ich habe sie jetzt heute Morgen schon gesehen. Wenn sie jetzt nicht da ist, kann ich nicht mein Kind mit nach Hause nehmen. Und also Frau dann, König. Dass sie sich umziehen kann. Wir würden dann auf die Wache kommen. Ich kann Frau sie sehr König, gut verstehen, aber nicht. Das geht nicht. Also es wird nicht funktionieren. Das ist so, wir wissen nicht, was jetzt hier vorgefallen ist. Ja, vielleicht ist Ihre Tochter hier Opfer von einer Straftat geworden. Ja? Dementsprechend würden wir jetzt erstmal Ihre Tochter mitnehmen. Ja, wir fahren einmal mit ihr ins Krankenhaus, da wird sie ärztlich untersucht und danach fahren wir zur Wache. Das sind die ganz normalen Vorschriften. Und es geht hier wirklich um dich. In welches Krankenhaus bringen Sie die dann? Weil dann würde ich hier wenigstens neue Sachen von zu Hause holen. Wir würden einmal ins Städtische fahren. Ja. Das ist eine gute Idee. Also Sie können gerne nach Hause fahren, frische Klamotten holen, damit sie sich dann auch umziehen kann. Das halte ich auch für eine gute Idee. Ja. Genau, da helfen Sie auch Ihrer Tochter und uns am meisten. Und wir kümmern uns um Ihre Tochter. Aber ich darf dann hinterher wieder zu ihr hin. Ja, selbstverständlich. So wie das hier aussieht, ist alles ziemlich verworren. Und das Mädchen ist also auch nicht bereit, irgendeine klare Aussage zu machen. Aber so wie die Anhaltspunkte hier liegen, steht also auch ein Sexualdelikt im Raum. Und da müssen wir definitiv weiter ermitteln. Wir führen das Mädchen jetzt auch erstmal dem Krankenhaus zu, dass es da auch erstmal untersucht wird, ärztlich versorgt wird, um
sämtliche anderen Sachen halt ausschließen zu können. Im Anschluss daran soll die junge Frau auf der Wache von der Kripo vernommen werden, ebenso wie die verdächtige Nachbarin und Mitschülerin der Geschädigten. Die Kripo übernimmt. Doch bei der Übergabe an Kriminaloberkommissarin Lara Grünberg und Kriminalhauptkommissar Frank Steffens unterbricht ein Tumult die Beamten. Haben wir alles, dann fragen wir uns mal. Ne? Waren da deutlich sichtbare Verletzungen im Gesichtsbereich? Also sie hatte die Bluse zerrissen, ne? Ja. Ja, jetzt erst. Warum bin ich hier? Wer sind Sie denn? Meine Tochter ist die Geschädigte. Ich heiße Iris König. Und das ist meine Tochter Sonja. Und Sie sind die Sonja? Ja. Wir kommen hier rein und werden hier angegriffen. Das kann doch nur nicht sein. Meine Tochter hat genug durchgemacht. Okay, Sie waren doch eben gerade im Krankenhaus. Ja, wir waren gerade im Krankenhaus, ja. Und wie kommen Sie jetzt alle gemeinsam hierher? Also Sie saßen gerade, wir sind reingekommen, weil wir zum Verhör mussten und dann werden wir sofort angegriffen. Das kann es doch wohl nicht sein. Ich habe doch nichts gemacht. Was hast du für Lügen erzählt? Wer sind jetzt die Herrschaften? Wer sind Sie denn? Koslowski. Ah, die Nachbarn. Das ist die Dame, wo wir geklingelt haben. Die Kriminalisten haben zwei Theorien. Das Nachbarsmädchen könnte die Geschädigte zu einer Mutprobe gezwungen haben und danach kam es zur Prügelei. Oder es gab einen sexuellen Übergriff, deshalb die zerrissene Bluse. Wir würden jetzt schon fast sagen, dass es da in Richtung sexuelle Nötigung, Vergewaltigung. Nein. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Das sehen wir beide so. Ne? So wie uns die Kollegen das übergeben haben. Wer hat dir denn was getan? Es kann ein Schutzreflex sein, dass jetzt ein Opfer zunächst erstmal abweicht von den tatsächlichen Angaben. Das kann verschiedene Gründe haben. Zunächst kann es an der eigenen Persönlichkeit liegen. Es kann daran liegen, dass die Person unter Druck gesetzt wird. Sonst würde was Schlimmes passieren. Oder ja, es gibt noch tausend andere Gründe und die haben wir hier dann auch so vorgefunden. Jetzt das Mädchen drüben mit der Mutter. Was war da? Die haben da gar nichts mit zu tun. Was war denn? Da soll es irgendwie um... irgendwas wurde erwähnt, dass sie da gemobbt wurden oder... Klar, die ist in der Schule ein bisschen wild drauf und macht ein paar Leute fertig. Und bisschen? Die Kommissare konfrontieren die gewaltbereite Mitschülerin mit der Aussage der Geschädigten. Die junge Frau gibt sich ahnungslos. Da kann schon was dahinter stecken, oder? Was soll denn dahinter stecken? Ja, das Mädchen sagt, dass da eine Mutprobe im Spiel war. Deswegen ist sie da so halbnackt auf der Straße gelaufen. Nicht wegen mir, bestimmt nicht. Haben Sie was von der Mutprobe gehört? Nein, ich weiß gar nichts. Irgendwie? Ohne Witz, ich sitze hier, ohne irgendetwas zu wissen. Ich habe gar nichts gemacht. Ich weiß noch nicht mal, worum es wirklich geht. Mhm. Okay, das Mädchen hatte blutige Fingernägel. Ja, und jetzt? Rennt halbnackt durch die Straße. Und Sie haben damit nicht mein Problem. Entschuldigung, du hast damit nichts zu tun. Nein, hab ich nicht. Dann würde ich jetzt sehr gerne einfach mal an den Hals schauen. Ist das in Ordnung? Beweis, dass du nichts damit zu tun hast. Darf ich das mal sehen? Du kannst ja selbst den Schal mal wegmachen. Das ist ja nichts Geheimnisvolles, ne? Also es geht mir echt auf den Sack, ich habe gar nichts gemacht. Ja, wir müssen jetzt aber nicht frech werden. Wir reden ja auch ganz wieso normal frech? Mit dir. Ja, ich habe aber nichts gemacht. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Warum soll gut, ich mich so ist behandeln es doch in Ordnung. Lassen? Ganz ehrlich, wenn wir jetzt einfach mal gucken, ja, das entlastet dich doch, oder? Ja. Frau Koslowski, Sie ist ja noch minderjährig. Ich möchte es Ihnen erklären. Ich würde sehr gerne einfach nur mal gucken, in Augenschein nehmen, ob es irgendwo Verletzungen gibt. Wenn es keine gibt, dann ist sie für uns erstmal ausgeschlossen. Ich habe mir natürlich einfach nur ganz kurz den Körper angeschaut, ob da Spuren vorhanden sind und das war es hier Gott sei Dank nicht. Ich habe geschaut, ist nichts zu sehen, okay? Und es ist doch jetzt super, jetzt haben wir das erstmal ausgeschlossen. Nichtsdestotrotz würden wir Sie gerne bitten, noch mal kurz zu warten und dann können Sie dann auch gehen, ja? Die Kripo-Beamten entscheiden sich, jetzt einem besonders auffälligen Anhaltspunkt nachzugehen. Der Trillerpfeife, die die Geschädigte bei sich trug. Zunächst teilen sie dem Mädchen mit, dass die Nachbarin entlastet ist. Die hat mich auch schon seit einer ganzen Weile wirklich wieder in Ruhe gelassen. Das war früher viel, viel mehr. Das ist ich glaube auch nicht, dass irgendwie das das Problem ist. Nein. Du bist sehr, sehr unsicher und ich finde, da ist irgendwas, was in dir steckt und das willst du loswerden. Ich glaube auch gar nicht, dass es das Mädchen ist, die damit was zu tun hat. Ich muss ganz ehrlich sagen, total merkwürdig, halbnackend auf der Straße mit zerrissener Bluse, Blut an den Fingernägeln, die Trillerpfeife. Wo wart ihr? Was war heute Morgen? Habt ihr Schule, Sportunterricht, Sportverein? Sie haben eine Jacke mitgenommen, ne? Haben Sie irgendwo auch die Pfeife mitgenommen?
War die Pfeife in der Jacke? Wo ist deine Tasche? Ich glaube, da ist der Punkt, oder? Erreicht. Wollen wir alleine sprechen? Ja? Die erfahrenen Kriminalbeamten wissen, dass sich Opfer von Sexualdelikten häufig schämen. Lara Grünberg will deshalb allein mit dem Mädchen reden. Ihre Strategie geht auf. Es ist so schlimm gewesen. Mein Sportlehrer. Ich kam aus der Schule. Und ich war auf dem Weg zu meinem Tanzkurs. Guten Morgen. Ja, also nach dem Unterricht. Und der Sportlehrer, was ist da passiert? Also, er kam halt ein Stück mit mir mitgelaufen und, weiß ich nicht, hat mir halt was... Was hat er gemacht? Zu meinem Sportkurs erzählt und ob er mich ein Stück begleiten kann. Und das ist ja auch okay jetzt. Auf jeden Fall sind wir an so einem Haus vorbeigekommen und er wollte irgendwas holen und hat gefragt, ob ich kurz mit reinkommen und warten kann. Und ich meine, ich habe mir auch nichts dabei gedacht erst. Du brauchst keine Angst zu haben. Wirklich nicht. Aber er hat gesagt, wenn ich irgendwas sage, dann... Was passiert dann? Dann wird er mir oder meiner Familie, meiner Mutter was antun. Dann, und das kann ich doch nicht verantworten. Nee, auf keinen Fall. Ja. Was hat er gemacht? Mir die Klamotten vom Leib gerissen. In dem Haus? Im Keller. Ja, im Keller. Die hat mich in die Wand gedrückt, hat mich geküsst. Ich habe versucht, mich zu wehren, aber... Da hattest du dann hier die Blutanhaftung. Habe ich irgendwie geschafft, ihn zu kratzen und wegzuschubsen. Dabei muss ich halt irgendwie diese bescheuerte Trillerpfeife abgerissen haben. Und auf jeden Fall, ich bin da weggekommen, bevor irgendwas Schlimmes passiert ist. Aber ich habe... So eine Angst, weil er... Weil er dann auch noch hier bedroht, ne? Er hat mir hinterher geschrien, er ist mir hinterher gelaufen. Hinterher geschrien, also er ist raus mit gelaufen. Jetzt muss ich dich trotzdem fragen, wie heißt denn dein Sportler? Herr Rösler. 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 Weißt du, wie er mit Vornamen heißt? Bernd, ja. Bernd Rösler. Ja. Aus meiner Sicht ist es sehr, sehr wichtig, Opfer einer Sexualstraftat so aufzufangen, emotional, dass sie das Gefühl haben, dass sie einem alles erzählen können. Genauso war es auch hier so. Ja, ich bin Frau, ich kann das irgendwie nachvollziehen, dass das absolut überhaupt nicht geht, wenn ein Mann eine Frau angeht. Und dementsprechend war sie wirklich bereit, mir alles zu erzählen. Ich glaube, sie ist bereit, Ihnen das zu erzählen, okay. Was passiert ist. Was ist passiert? Ich würde Sie jetzt hier alleine lassen. Setzen Sie sich, bleiben Sie bei ihr. Und ich glaube, du kannst dir das jetzt mal so erzählen, weil ich würde sehr gerne mit meinem Kollegen Rücksprache halten und wir müssten dann unsere Arbeit fortsetzen. Das heißt aber jetzt nichts, dass ist das was Schlimmes? Lassen Sie sich bitte von ihr erzählen, okay? Gut. Gemeinsam mit ihrem Kollegen will die Kriminaloberkommissarin das weitere Vorgehen besprechen, um den tatverdächtigen Sportlehrer des Mädchens zu überführen. Die Kommissare bedienen sich eines Kniffs, um den Mann ausfindig zu machen. Bernd Rösler, wichtig ist jetzt auch noch, das hatte ja die Mutter erwähnt, dass der Rucksack, sie hat den Rucksack zurückgelassen vor lauter Hektik und da ist auch unter anderem das Handy drin von ihr. Ja, die Telefonnummer. Ja. Die hole ich mir noch. Und dann... Wir machen eine Ortung einfach mal. Richtig, genau. Frank Steffens erfragt außerdem die Meldeadresse des Beschuldigten und schickt Kollegen der Streife zur Wohnung des Sportlehrers. Doch dort scheint sich der Mann nicht aufzuhalten, wie Jan Tönnissen durch die Handyortung ermittelt hat. Das Ergebnis der Handyortung. Okay. Und was dabei auffällt, ist, das ist direkt da, wo wir die heute Morgen auch angetroffen haben. Das ist doch das Wohngebiet, wo die alle wohnen auch. Richtig. Im Nahbereich hier. Und da liegt das Telefon jetzt noch. Mhm. Ja. Okay. Ist die Frage, ob er beim Handy ist. Das ist auf jeden Fall nicht die Adresse von diesem Sportlehrer Rösler da. Wo er wohnt, ja. Nee, das ist im Wohngebiet. Das ist auch nur mein Fall. Lara Grünberg erkundigt sich nach dem Aussehen des Sportlehrers, denn
Woher genau das Handysignal im Mehrfamilienhaus kommt, ist nicht exakt auszumachen. Fraglich ist jetzt, warum sich der Mann in einer fremden Wohnung aufhält und ob auch der dort gemeldete Mieter mit dem Sexualdelikt zu tun hat. Jetzt heißt es, den Hauseingang sichern und den Täter anhand der Beschreibung ausmachen. Hallo. Hallo. Herr Rösler? Ja. Mhm. Bernd Rösler? Ja. Sie sind Sportlehrer, ne? Ja, woher wissen Sie das? Ich habe da einige Fragen an Sie. Um? Ich bin von der Kripo. Hier, Frank, ja. Schnell! Ja! Hey, Kripo! Was wollen Sie? Nix, was Hilfe! Beruhigen Sie! Beruhigen Sie sich! Lassen Sie mich los! Ruhe jetzt! Ruhe! So, dann so. So, jetzt geht gar nichts mehr. Was soll das? Holen Sie Luft, dann kriegen Sie auch besser. Hören Sie auf damit! Warte mal. Man muss ganz ehrlich sagen, dass diese Situation nicht ganz ungefährlich war für meinen Kollegen und für mich. Wir wussten gar nicht, wo wir da reinlaufen. Wir wussten nicht, war er alleine, ist er alleine. So ein Risiko ist leider für uns ein Berufsrisiko. Wir machen uns da keine Gedanken. Hier geht es auch darum, vielleicht sogar noch ein anderes Leben zu retten, ja? Straftaten zu verhindern. Und da macht man sich in diesem Moment überhaupt keine Gedanken und verfolgt natürlich den Täter. Guck mal halt. Ja, alles super. Klar. Warte mal, haben Sie denn da für nette Spuren? Ich bin Sportlehrer. Ja, ich bin Polizist. Das sieht aber eher aus nach irgendwelchen Fingern. Beruhigen Sie sich jetzt. Irgendwann ist mal gut, ja? Frank Steffens macht dem Sportlehrer klar, dass das Mädchen gegen ihn ausgesagt hat. Unter diesem Druck macht der Mann schließlich ein Geständnis. So, wem gehört das denn hier? Das gehört Ihnen. Wem gehört der Rucksack? Was sucht er denn da im Keller? Ja, der gehört der Schülerin, das stimmt. Okay. Und die Wohnung? Wem gehört die Wohnung? Gehört die Ihnen? Nein, die gehört meinem Freund. So, und was tut Ihnen leid? Sie wollten gerade was sagen. Was? Ja? Sagen Sie, jetzt sprechen Sie auch mal. Mann, das ist so ein süßes Ding, das hat sich so ergeben, aber... Also Freund, was machen Sie für den Freund? Ich hüte das Haus. Was wollten Sie von ihr? Wollten Sie sie einsperren? Ne? Sexuell missbrauchen? Nein, ich wollte keinen missbrauchen. Ja, aber was ist das denn hier? Ne? Das sind ja wehrhafte Spuren, oder? Ja, es tut mir ja auch leid, aber sie war so süß und dann hat sich das so ergeben. Haben Sie sie geküsst? Haben Sie sie angefasst? Ja, ich wollte, aber sie hat es ja nicht machen lassen mit sich. Aha, okay, dann weiter. Ja, unserem Beschuldigten, hier dem Lehrer, werden einige Straftaten zur Last gelegt. Die schwersten, sag ich mal, sind sicherlich der sexuelle Missbrauch oder sexuelle Nötigung und der sexuelle Missbrauch von Schutzbefohlenen. Zumindest steht hier der dringende Tatverdacht im Raum. Ja, entscheiden werden da sicherlich andere. Unsere Aufgabe ist es, die objektiven und subjektiven Tatbestandsmerkmale herauszuarbeiten. Und das wird uns sicherlich in den Vernehmungen gelingen. Haben Sie sich schon lange im Fokus gehabt? Nein! Wir sprechen gleich drüber. Wir fahren jetzt. Der Täter wird zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Auf Anraten der Polizisten hat die Geschädigte das Erlebte mit professioneller Unterstützung überwunden.